unter der Dusche sich selber zu befummeln an der eigenen Brust, ist eigentlich das geilste Gefühl, was es gibt. Keine Frau mehr, steinhart, genau. Oh Gott! Was war am Ende? Im Bikini hat man immer Flügel. Ziel ist Doppel-D. Wenn ihr mal in Berlin seid, da gibt es viele Burgerläden, noch viele gute. Aber Lilly Burger ist immer noch nach wie vor so mein Favorit. Okay, was hier gerade steht, ich komme ein bisschen nicht drauf klar. Okay. Das ist so heftig. Ihr wählt das Programm heute. Okay, ich muss hier kurz ein Bild machen. Ich. Moin Sportsfreunde, euer Gökki am Start und ja, auf geht's ins Training, Krafttraining, denn heute ist schönes Wetter, ein Sonntag in Berlin und ich war schon schön laufen, Cardio-Training machen. Ich persönlich, ja, ich würde mich ja nie als Bodybuilder bezeichnen, habe das nie gemacht. Cardio-Training habe ich nach meinem Wettkampf wieder zum festen Bestandteil meines Trainings gemacht und ich genieße das jetzt bei dem Wetter endlich wieder draußen wie ein Bekloppter laufen zu gehen. Ja. Laufen gibt mir so ein bisschen diese Endorphin-Freischaltung, ne? So Glückshormone, die ich dann auch schütte, dann fühle ich mich echt gut. Dementsprechend mache ich fast jeden Tag mein Cardio-Training jetzt draußen bei dem Wetter. Macht das noch viel mehr Laune, aber ja, jetzt geht's zum Krafttraining. Brust-, Bizeps-, Oberkörper-Training. Ich treffe die Kati, die hatte jetzt auch einen Wettkampf, die kennt ihr vielleicht schon noch aus anderen Videos und den René. Wir sind ja zurück aus Ägypten, braun gebrannt, jetzt schön die Bräune aufgeschnallt und auf geht's ins Krafttraining, Vollgas geben. Da ist ja die like-geile Note. Das ist die like-geile Note. Das ist ganz schön heftig. Als allererstes muss ich sagen, folgt ihm bei Instagram. Ganz wichtig. Auf Instagram, Hashtag heftig. Alles gut bei dir. Glückwunsch zu deinem Wettkampf. Danke. Wie viele bist du geworden? Im Bikini siebte, also der undankbare siebte Platz im Bikini. Wir blenden mal hier jetzt ein Bild ein, das sah aber ziemlich gut aus. Komplett anders siehst du aus. Kannst du auch ein Bild von mir einblenden? Du schickst mir nie ein. Ja stimmt, wir haben im Dezember trainiert, ne? Da war ich fast 12 Kilo mehr. Du hattest auch runde Bäckchen, ne? Ja. Ist Wellness eine neue Klasse? Ja, das ist halt eigentlich für die so ein bisschen mit mehr Booty. Habe ich ja eigentlich nicht. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja? Die Booty-Klasse. Die Booty-Klasse, ja. Heute machen wir bloß Bizeps, ne? Oder so. Ja, irgendwas Oberkörper. Und Sonntag, da liegen sie alle am See. Die nehmen das alle nicht ernst. Wir müssen uns unseren Burger gleich verdienen, ne? Ja, das kann alle mit reinnehmen. Ich nehme immer alle mit rein. Sonntag. Frage, was wir als erstes machen. Ja, ich wusste. Ja. Ganz wichtig, wir trinken eigentlich immer nur für ein größeres Körbchen. Ja, das ist auch, so meine ist Absicht. Halt, das war auch eigentlich so der Grund, wieso ich angefangen habe mit halt Training. Ist auch nicht mal gelogen, ne? Eben, unter der Dusche sich selber zu befummeln an der eigenen Brust, ist eigentlich das geilste Gefühl, was es gibt. Keine Frau mehr. Steinhart, genau. Komm, wir bedienen wieder das Klischee, weil wir eine Woche im gleichen Zimmer gewohnt haben. Braun gebrannt, dicke Brüste. Da geht doch noch was. 120, 130 mal schauen. Also ich war ja gerade eine Runde laufen. Wenn ich laufe, muss ich mal rennen wie bekloppt. Das macht nicht so viel Sinn vom Krafttraining, weil dann schon echt die Kraft wird. Ich merke gerade, dann Booster reingehauen. Auch nicht die beste Wahl, aber es war so eine Gefühlssache. Schönes Wetter, da wollte ich draußen laufen. Muss also einblenden. Please don't try this at home. Ja, sollte man nicht machen. Also Cardio, wenn ihr es macht, immer nach dem Krafttraining, vor dem Krafttraining, nicht mehr als 10 Minuten, weil ihr braucht auch Energie für die Koordination. Also sprich, wenn ihr jetzt eine Grundübung wie das Kreuzheben macht, und euch nicht mal fokussieren könnt, dann habt ihr ein hohes Verletzungsrisiko, weil ihr euch vorher im Ausdauertraining ausgefordert habt. Deswegen immer ein Anschluss. Ja, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, da braucht man sich nicht mal groß konzentrieren, da muss man nur noch trampeln. Beim Kreuzheben oder beim Beugen sollte man sich auch fokussieren und konzentrieren können. Und meine Schulter zwickt ein bisschen, hört auch immer auf euren Körper, wenn es ein bisschen zwickt. Macht ein bisschen weniger, ich mache das jetzt mal hier mit 110. Ja, Gewicht bin ich gerade so bei 83. Ist eine schöne Bikini-Klassenform, würde ich mal sagen. Guck mal, was geht. Wenn die Schulter zwirbelt, ist nicht ganz so geil. 110 haben sich schon mal leichter angefühlt, aber immer ganz wichtig, geht runter, schön sauber. Ich nehme immer den Stopp die letzte Zeit beim Bankdrücken mit, habe ein geileres Gefühl für den Muskel und dann brauche ich auch nicht so viel Gewicht, weil die Muskulatur einfach arbeitet und das reicht auch. Ja. Kann ich Trommel? Was ist deine Favorite? Meine Favorite ist meine... Ist das die Möwe? Das ist der Flügel. Im Bikini hat man immer Flügel. Die gönnen sich die Kanone, Kugel, Schulter. Sie bilden sich runter. Oh Gott! Mach's doch am Ende.
Ziel ist Doppel-D. Wir müssen jetzt zu Lilly Burger, das heißt, wir können. Wir müssen jetzt ganz viel Burger essen und so. Und so Süßkartoffeln, Pommes, auch Bock drauf? Auch. Und frittierte Schokoriegel, die sind geil. Alles für die Transfette. Transfette sind immer das Kind, die nachts brauchen wir für machen. Hier gibt es wieder lecker Essen. Ich sehe da schon wieder ganz viele geile Sachen. Ich sehe schon, wir werden erwartet. Wir sind immer spät dran. Alles fresh bei dir? Wie geht's? Wir kommen mit viel Hunger. Nee. Haben wir noch ein bisschen Platz, ne? Ist ja noch entspannt heute. Oh, voll geil. Ist ohne Witz, ich sagte so, geil wäre, wenn wir Licht haben für ein Foto. Perfekt, guck mal, hier haben wir noch Licht. Dann gucken wir, welche Karte habe. Ich glaube, ich weiß schon fast, was ich will. Möglichst großen und dicken Burger mit einem Donut oben drauf. Ich will auch groß und stark werden hier. Ich hoffe, das wird was. Pablo Escobar, gucken wir heute auf den Tisch. Da gucken wir, was alles drin ist hier. Cheddar, Käse, Bio, Black Angus, Beef, Bacon. Onion Ring, Schmort, Zwiebel, Ketchup, Mayonnaise, Gurke, Gericht, Tomate und vor allem ganz wichtig. Für mich immer Spiegelei. Das ist das Geilste. Sieht aber mega gut aus. Und jeden Tag dabei. Feel the cold wind on my face. Kommst du schon kleinen Burger? Ich glaube, ich werde nicht satt. Also Nachtisch brauche ich definitiv. Endlich mal was essen, was größer ist als mein Arm, so muss das sein. Das ist die Low-Calorie-Variante. Ja genau, das ist Low-Carb Patty. Also Escobar, ja. Oh. Escobar. Aber Escobar, ja? Alter. Das ist für mich. Bitteschön. Sehr geil. I need to go catch a high tide. Cause I don't feel. Das ist, wie fühlst du dich, ey? Sehr gut, also ich bin, möchte sagen. Es ist ein Schlachtfeld, wenn übrig. Ich hätte nichts frühstücken dürfen, aber. Boah, man fühlt sich so ein bisschen so, wie als ob man so gleich so platzt, aber auch so aber irgendwie. Aber ich habe noch Hunger. Ja, sie will noch Süßes, also müssen wir auch noch machen. Wir gucken jetzt mal, was es an Süßigkeiten gibt. Ich war auch dazwischen jetzt gerade mal auf dem Klöchen, ein bisschen wieder Platz geschaffen. Das ist die Information, die die Follower wollen. Das wollen die wissen, ey. Man ist ja real, das ist authentisch, das ist nicht Fake. War so lange weg, war so lange weg. Man muss auch wieder was rausdrücken, damit was reindrücken. Du bist voll auf frittiert jetzt heute eigentlich. Ja, also so herzhaft frittiert habe ich jetzt genug, aber ich brauche noch süß frittiert. Ja, du brauchst. Also der Nachtischmagen ist ja auch ein ganz anderer, ne? Also Nachtischmagen. Um das nochmal zu erwähnen, sie hat so einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht und danach ist sie krass essgestört. Auf das jeden wird Fall. Sie heute so noch voll veräußern. Aber er hat mehr Bizeps als du. Ja, Bizeps ist meine Schwäche. Da werde ich schon die Hände selbst. So, was haben wir denn alles? Kannst du mir was empfehlen? Waffeln, Pancakes. Schaut euch das mal an, ey. Diese ganzen Sachen hier. Heftig. Hört doch schon meine Stimme, die ist so, als ob ich irgendwie geraucht hätte oder 3 Tage gesoffen hätte. Nach dem Burger fühlt man sich schon so. Naja, aber ich hab voll Bock, dieses Oreo-Eis hier. Geil, was kommt da? Kann man das Oreo-Eis auch frittieren? Ja. Ich oh fuck. Ich bin gerade hier. Who are you? Würde ich sagen, das Programm, was hier gerade steht, ich komme ein bisschen nicht drauf klar. Okay. Das ist so heftig. Ja, wählt das Programm heute. Okay, ich muss ihm kurz ein Bild machen. Wollen wir danach? Okay, die hast schon Favoriten. Also hier so der frittierte Oreo. Cake ist schon sehr, sehr geil. Ich kenne mir das Bueno-Eis, ich habe das noch nie gegessen. Das wunderschöne Essen stehen lassen. Ja, echt. Das ist kein Protein-Shake, das kann ich euch sagen. Ey. Das ist lieber, das ist ein Diabetes-Shake. Ihr trinkt das und kriegt Diabetes, alle Typen auf einmal, alles mit drin. Ja, alle Diabetes-Typen in einem Programm. Wo gibt's das? Umsonst. Okay, ein bisschen was zahlen wir auch. Aber, und diese Karamellsoße oben drüber in die Waffel. Das ist auch geil. Hier ist auch einfach mal so ein Kilo Sahne mit Smarties. Ich glaube, hier ist was hier frittiert. Das ist ja viel mehr. Oh, frittiertes Oreo-Eis. Das ist genau mein Ding. Wir wissen ja schon, dass frittiertes Sushi eine gute Form bringt. Ich glaube, heute. Frittiertes Eis ist besser für die Untermuskeln. Die Wettkampfform kommt ab heute wieder raus. Oh ja. Albträume vorprogrammieren.
Also richtig krass, ihr kriegt so richtig Wachträume. Zieht euch Gespenster aus dem Bett und so ein Zeug. Alles schon erlebt, aber nur hier mit. Diabetes-Programm. Morgen wird diätet bei mir. Ab morgen. Ab morgen, aber erst ab morgen. Ich sag euch, wenn man so abends isst, da hast du keinen Bock auf Frühstück. Da ist dir morgens noch schlecht. Das ist so der Tipp, ne? Wenn ihr Frühstück sparen wollt, haut euch abends so viel Schrott rein. René, bleib stabil, kennt ihr auch, macht ihr nicht so. Kopf nur mit deinem Wettkampf, bla, Fressessstörung, Scheiße, hat jeder. Ist halt so. Ja, aber ist echt so ein Thema. Halt so, ne? Also ich kann jetzt ein bisschen nachvollziehen, man muss dann nach dem Wettkampf irgendwie den möglichst gesündesten Weg finden, um damit klarzukommen. Weil Kopf und Körper ist komplett getrennt voneinander. Der Kopf sagt das, der Körper sagt das. Jetzt, er haut ab, wir hauen jetzt rein. Ich kann nicht mehr laufen. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions.